Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem Police-Simulator. Wir machen heute weiter mit unserer Folge. Eigentlich ist die Schicht längst um, aber wie dem auch sei, wir müssen uns jetzt tatsächlich jetzt mal um dieses hier kümmern. Wir werden hier gar nicht weiterkommen können. Ich habe hier eine verletzte Person. Ich brauche einen RTW. So, RTW kommt, hoffentlich. Ne, brauchen wir nicht abhören. So, wir werden erstmal hier den Zeug befragen. Das hat schon heftig geknallt hier. Was haben Sie gesehen? Dieser Fahrer sollte als Unfallverursacher verhaftet werden. Er hat keinen Blinker gesetzt. So, Führerscheinversicherung. Können Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. So. Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich bin immer noch geschockt. Mir geht's aber gut. Der Schock ist größer als der Schmerz. Schaffen Sie es vielleicht einen Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Okay, Doc. Das kriege ich hin, denke ich. Auf jeden Fall kriegst du erstmal eine Strafe. Wegen der Versicherung. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Wir haben natürlich kein Datum. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Wir haben natürlich jetzt kein Datum mehr. Weil wir eigentlich durch sind mit der Schicht. Wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Okay, noch geht es. Okay, ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Es geht schon. Okay, gut. Können Sie selbst gehen? Gut, bis zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden? Ja, ich kann aufstehen. So, jetzt werden wir erstmal kurz. Ich komme mit. Die Olle hier befragen. Wir werden eh nicht weitergekommen. So, fragen wir mal. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe vergessen zu blinken. Es tut mir leid. Also, du gibst auf jeden Fall Schuld zu, dass du Schuld hast. Okay. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Okay, was ist passiert? Hören Sie mich? So, wo geht noch? Okay, super. Sie müssen zum Ja, du bist auch... auch deiner zeige ich abgelaufen. Deine... So, du kriegst auf jeden Fall erstmal noch eine Führerschein Strafe. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Ach, den Fahrzeugschein brauchen wir, ja. Klar, bitte sehr, Officer. Das war jetzt natürlich ein bisschen zu voreilig. Ich wollte eigentlich jetzt auf das anders gehen. So, du kannst zurückgeben. Dann bekommst du ebenfalls wegen dem Fahrer keinen Versicherungsschutz. Sie bekommen ein Bußgeld wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. So viel für so eine kleine Sache? So, gut. Test auf ich Alkohol. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Nö, eigentlich nicht. So, warte mal. Drogen. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. So, ich hoffe, dass der Krankenwagen jetzt alle drei mitgenommen hat. Ob beides nicht. So, machen wir mal Fotos. Ich vermute, dass das Auto definitiv Schrott ist. Dass der abgeschleppt werden muss, eigentlich mehr oder weniger. Geldbörsen. Gut, der. Ich muss mal kurz die andere Seite kurz fotografieren. Gut, den haben wir soweit fertig. Ich mach kurz noch die Berichte fertig. So, wir haben den Bericht fertig. Gut. Dann geben wir den Jungs den Unfallbericht. Hier. Hier ist Ihr Unfallbericht. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. So, lass ich das Auto kurz abschleppen hier noch schnell.
Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. So, und du bekommst ebenfalls auch einen Unfallbericht. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Oh, wow, der ist wirklich ausführlich. Ja, ich habe gelernt. So, gut, dann kriegst du noch definitiv hier einmal einen Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So. Alter, da steht doch ein Auto, ne? Sehe ich das gerade richtig? Das sehe ich jetzt gerade erst. So, zufällig. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Müssen wir mal kurz hier frei machen, damit er hier weiter kann. Weg. Ich weiß, dass meine Schicht mittlerweile zu Ende ist. Ich mache nur, wie gesagt, ich kann das hier nicht liegen lassen, den Ball. So, jetzt kümmert der sich nämlich um den Weißen und dann haben wir es fast, dann der kümmert sich um das geparkte Auto. Perfekt, dann haben wir das nämlich auch weg. Und dann wirklich mal diese Schicht zumindest Feierabend. Wir machen quasi aus hier dieser Schicht quasi mehr oder weniger eine Doppelschicht. So, und damit haben wir diesen Unfall auch ohne Probleme abgearbeitet. Und es geht quasi dann jetzt wieder heim. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Dramatisches passiert. Also ich, sorry, den Unfall musste ich jetzt leider irgendwie noch mitmachen. Weil den konnte ich nicht stehen. Also ich hätte jetzt auch sagen können, okay, scheiße, meine Schicht ist um mich, fahr vorbei. Kurz mal gucken, wo wir hier rein müssen überhaupt. Ich weiß, dass wir hier irgendwo hin müssen. Vermutlich hier irgendwann. Ja, genau. So, parken wir ordnungsgemäß ein. Und dann ab ins Büro zurück und ja, wir haben ein bisschen was verdient auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen. Als Streifenpolizist ist man immer im Dienst. Ja, Sicht beenden für heute. Diese etwas lange, längere Doppelschicht, mit dem Unfall halt noch, wie gesagt. Haben wir irgendwas negativ näher, ne? Eigentlich ist das wirklich dramatisch. Ja, Unfall, warum auch immer. Was hab ich denn da negativ geholt? Oh, ich habe ein neues Auto. Ein Gladiator 6. Ein SUV. Und Kellen Financial Sector. Okay, ich guck gerade nochmal drauf. Also wir haben die Durchsuchung nicht. Rechtmäßig. Achso, war gut. Okay, ich habe zweimal einen Abschleppwagen angefordert, der eigentlich hätte nicht sein müssen. Naja, wie dem auch sei. Ist halt so. Gut. In der nächsten Folge machen wir dann mit dem Kellen Financial Sektor weiter und wir sehen uns dann wieder in diesem Let's Play.